Depotdienst. Willkommen im Depot von Marseille. Heute wurden Sie mit dem Rangierdienst beauftragt. Sie fertigen die für den Betrieb benötigten Züge ab. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Transenworld 3 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Ja, wir sind heute nochmal unterwegs auf der kostenlosen Strecke LGW Mediterranee. Die ist noch bis Freitag, dem 2. Juni 2023 kostenlos erhältlich, und zwar auf allen Plattformen, wo Transenworld 3 und dessen Vorgänger Transenworld 2 gespielt werden können. Ja, wir sind hier aktuell im Bahnhof von Marseille und ihr habt euch ein Szenario gewünscht und dieses Szenario wurde mir schon öfters empfohlen, das Szenario Depotdienst, eines der 5 mitgelieferten Szenarien. Und wir scheinen heute die Aufgabe eines Bereitstellungslokführers zu übernehmen, nämlich Züge von Marseille, also hier vom Depot zum Bahnhof zu bringen und anscheinend auch wieder zurück. So, aber bevor wir mit dem Zug irgendwo hin können, ihr seht, müssen wir den natürlich erst einmal aufrüsten. Und das braucht halt ein paar Handgriffe. So, das auf aktiv. Dann müssen wir kurz noch was quittieren. Dann muss der Stromabnehmer natürlich auf normal gesetzt werden. Und dann Leistungsschalter an und dann das Ganze schließen. So, Bremsschalter. Hier machen wir so eine Art Bremsprobe, glaube ich, mit der Notbremse. Oder machen wir die überhaupt aktiv? Das habe ich nicht so ganz verstanden, was dieser Test hier bedeuten soll. So, jetzt wieder aus. Und jetzt sollen wir die normale Bremse, also die Zugbremse, lösen. Es ist noch relativ dunkel. Ihr seht ja auf der Uhr, es ist 5:30 Uhr morgens. Und diese Strecke LGW Mediterranee, wie gesagt, ist noch bis einschließlich Freitagabend 19 Uhr kostenlos auf allen Plattformen erhältlich, wo das Spiel gespielt werden kann. Dazu gehört auch dieser Zug. Und ihr seht, die Strecke wurde ja ursprünglich für TSW 2 entwickelt. Sie verfügt also nicht über die neuen TSW 3 Features. Also hier das neue Lichtsystem. Deswegen sieht das ja alles in der Dämmerung auch so, sag ich mal, ein bisschen dunkler aus als bei einer jetzt aktuelleren Strecke. So, wir müssen jetzt hier die Bremse lösen. Ihr seht, wenn wir das erste Mal lösen, also diesen Bremsdruck aufbauen, ihr seht, das dauert ein bisschen. Wir müssen das auf 5 Bar hochkriegen. Der ist jetzt erst kurz vor 2. Das dauert halt dann leider hier ein wenig. Aber wir gucken, dass wir das hinkriegen. Das Szenario wird angegeben mit einer Spielzeit von 40 Minuten. Ich habe es mal angespielt. Ich finde es wirklich sehr interessant. Ist eigentlich das wahrscheinlich das abwechslungsreichste Szenario hier zu dieser Strecke. Ich meine, es gibt ja mit dieser Strecke nur einen einzigen Zug. Es können auch keine anderen Züge jetzt über den Fahrplanmodus auf der Strecke gefahren werden. Das heißt, da ist man natürlich in der Entwicklung der Szenarien auch ein Stück weit eingeschränkt. Aber man hat, glaube ich, hier das Beste, was man rausholen kann, rausgeholt. Es gibt also 5 Szenarien. Also eines, wie gesagt, ist hier dieser Depotdienst. Dann gibt es noch eins, wo man nach hin und her fährt. Also also einmal von Avignon nach Marseille und wieder zurück. Und dann gibt es noch 2 andere, wo man, also das unterwegs ist, das ist so ein abendliches Szenario, wo Bauarbeiten sind. Also das, man hat sich ja schon so gut wie es möglich war, was einfallen lassen. So, die 4 Bar haben wir überwunden. Ihr seht, das braucht ja wirklich ein bisschen, bis wir bei 5 Bar angekommen sind. Also erstmals die Bremse, den Bremsdruck aufbauen, da braucht der Zug echt ein bisschen. Gerade jetzt hier aus dem Stillstand, wenn wir den aufrüsten. Wir werden heute natürlich die paar Meter da zum Bahnhof vor ohne Zugsicherungssysteme fahren. So, das Ganze ist... jetzt soll sie wieder auf angelegt gestellt werden, okay. So, und hier auf 3, angelegt? Okay. So, Bremse ist angelegt, dann setzen wir hier den Richtungswender auf vorwärts, den Fahrmodus auf manuell. Ihr erinnert euch vielleicht, das letzte Mal sind wir ja nach Geschwindigkeitsvorgabe gefahren, dann machen wir das aus. Und ja, nun, da dieser Zug fahrbereit ist, bringen sie ihn an den Bahnhof von Marseille. Also Bahnhof Marseille, Saint-Charles, oder Saint-Charles wahrscheinlich, oder Saint-Calais. Tut mir leid, ich habe vorher nicht nochmal geschaut. So, ja, dann würde ich ganz gerne jetzt hier mal loslegen wollen. So, ihr seht, jetzt geht das Lösen der Bremse auch schneller, wenn die einmal richtig aufgeladen wurde. Und dann rollen wir los in das, machen das mal, ja, lassen, den können wir auch mal anlassen, genau, bei den noch etwas dunklen Wetterverhältnissen. Rollen wir jetzt mit dem Zug die 700 Meter zum Bahnhof. Ihr seht, deswegen habe ich die Zugsicherungssysteme jetzt hier ausgelassen. Ich meine, die wären jetzt ohnehin kaum relevant.
Das Einzige, was ist, man hat ja sowas wie so eine SIFA, aber ansonsten die anderen Systeme wären jetzt ohnehin für die Fahrt so gut wie nicht relevant. So, ja, ich gehe davon aus, dass wir wohl alle drei Züge hier sogar bereitstellen müssen. Wie gesagt, das Szenario ist mir ja von einigen von euch empfohlen worden. Ja, wie gesagt, hier sehen wir das ganze Depot an Marseille. Wir sind, glaube ich, letztens auch schon dran vorbeigefahren. Weil hier auf der rechten Seite dann unsere Strecke hier in Richtung Avignon führt. Wie gesagt, sind noch zwei weitere Züge abgestellt. Hier sehen wir das Stadtgebiet Marseille. Vielleicht können wir mal ein bisschen höher gehen. Ach nee, da muss ich eine andere Kamera nehmen. Nee, wir kommen gar nicht höher. Schade, ich habe gesagt, sonst können wir vielleicht mal aufs Mittelmeer schauen. Aber das ist ein... Ja, geht nicht so. Wir fahren ein. Wir fahren auch mit einer Einfachtraktion, wenn ich das gesehen habe. Also das letzte Mal hatten wir so eine Doppeltraktion gefahren des Zuges. Heute eine Einfachtraktion. So, jetzt können wir sogar noch mal ein bisschen schneller fahren, bevor wir zum Bahnsteig kommen. Und zwar bis zu 30. Erst 20, dann 30. Wie gesagt, das Szenario wird angegeben mit 40 Minuten Spielzeit. Es kann aber sein, dass es ein paar Minuten länger dauert. Ich habe es, wie gesagt, mal angespielt gehabt. Ja, also ich finde die Sache mit der kostenlosen Strecke, ich finde das persönlich eine ganz tolle Sache. Auch wenn ich natürlich wieder in den Kommentaren gelesen habe von vielen, die eben diese Strecke gekauft haben vorher, ob im Sale oder sogar zum Vollpreis. Ich habe sie auch zum Vollpreis damals gekauft. Das war noch Zeiten von TSW 2. Und da habe ich ja damals das ganze Projekt auch also selbst finanziert und die DLCs selbst gekauft. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm, weil Sales finden immer wieder statt. Und wenn man es eben gleich zum Release-Tag zum Beispiel haben möchte, ja, dann muss man halt den Vollpreis zahlen. Ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass mal eine Strecke wirklich umsonst erhältlich ist. Das ist schon eine Überraschung. Das hat ja auch seinen Hintergrund. Aber man kann dem Entwickler ja jetzt nicht böse sein, weil gerade bringt das ja viele Neueinsteiger vielleicht zum Spiel. Wenn man sagt, hier mal eine Strecke kostenlos. Ja, so, dann entriegeln wir die Türen auf der linken Seite. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen den ja schon abstellen. Abrüsten. So, lass mal die Fahrgäste einsteigen, weil wo soll es denn sonst hingehen? Ja, genau, jetzt müssen wir hier die Bremse anlegen. Dann müssen wir die Parkbremse da, glaube ich, reinmachen und... Nee, was will da jetzt hier? Den Kombihebel auf... Ne, den Fahrmodus auf aus, genau. Und das hier auf neutral. Und dann entsprechend abgerüstet abstellen. So, und den senken. So, und dann den hier hin. Und dann sollen wir... So, ein Zug wird in Kürze einfahren, der außer Betrieb genommen werden muss. Außer Betrieb genommen werden soll. Sobald er da ist, steigen Sie ein und bringen Sie ihn zurück ins Depot. Okay, und wisst ihr, was das Abenteuerliche ist? Ihr schaut mal hier auf die Uhr. Schaut mal hier auf die Uhr im Spiel. 5.38 Uhr, also ich habe im Fahrplanmodus zu der Strecke keine Zugleistungen gefunden, die so früh hier in, so früh hier ankommen in Marseille. Also da gibt es im Fahrplanfahrt keine Fahrten, aber ich gehe mal davon aus, dass die, dass dieser Zug, der hier ankommen soll, da kann es ja auch sein, dass der woanders herkommt. Da vorne kommt er, glaube ich, schon. Und ich ahne schon, wenn wir ins Depot fahren, dann machen wir das nicht von hier aus, sondern da müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen vorlaufen, um quasi gleich in den hinteren Triebkopf einzusteigen. Aber da haben wir ja ein bisschen noch Zeit. So, wie gesagt, da können wir mal den Bahnhof so ein bisschen hier von Marseille erkunden. Da gibt es ja auch schon ganz lange den Bahnhof, seit 1848, glaube ich, wenn ich da jetzt richtig liege. Und das Ganze ist erst seit 2001 an diese Schnellfahrstrecke angebunden. Bis Paris sind 750 Kilometer. Und diese 750 Kilometer, die schafft ein TGV, der hier losfährt in rund, ja, 3,5 Stunden. So war es in dem Dreh, 3 Stunden bis 3,5 Stunden. Saust ja dann auch, ich habe es euch ja letztens ja schon erzählt, saust eben dann auch von Avignon, dem Endpunkt dieser Strecke hier, bis nach Paris dann ohne Halt durch. So, wo ist er denn nun, der Zug? Davon kommt er erst. Ich kann nicht so hetzen brauchen. Ja, ihr seht, der Morgen hier in Marseille erwacht. Auch diese Strecke hat ein kleines Preservation-Update bekommen. Das gab es ja dann ganz zum Schluss für die ganzen TSW-2-Strecken, wo dann eben so diese ganzen Himmel, diese ganzen Himmeltexturen und so ist alles nochmal so ein bisschen verbessert wurde und auf einen gleichen Stand gebracht wurde.
Und das hat auch schon was ausgemacht. Natürlich wäre es schön, auch alle alten TSW-2-Strecken hier mit TSW-3-Features zu sehen. Das wäre natürlich genial, aber ist fraglich meinerseits, ob es das wirklich geben wird. Oder ob man das nur mit ausgewählten... Ich denke mal, das wird man nur mit ausgewählten Strecken machen, falls das noch ein Ziel ist. Also wie gesagt, aktuell ist es ja auch sehr ruhig um Transom World 3 geworden. Wir hatten jetzt im Mai noch den Release von der zweiten Dampflokstrecke Peak Forest Railway. Dann hier wurde diese Strecke hier Marseille, LGW, Mediterranee kostenlos. Das gab's schon noch, aber so, jetzt sollen wir hier schon zum Zug gehen. So, dann steigen wir gleich mal ein und nehmen wir Platz. Oh, Moment, der Zug ist nicht fahrbar. Sie haben keine Erlaubnis, den Zugdienst. Ich soll mich doch hinsetzen. So, jetzt aber. Okay, da waren wir ein bisschen zu früh dran, würde ich mal sagen. So, aktiv. Dann quittieren wir das Ganze einmal. Stromabnehmer soll auf Gleichstrom. Also, der kommt von einer anderen Strecke, weil Wechselstrom spielt ja auf der Strecke, wo wir sind, ja keine Rolle. So, der kommt irgendwo anders her. So, okay, dann schließen wir das. Der soll auf Vorwärts gesetzt werden und der Fahrmodus auf manuelle Steuerung. Und dann muss erstmal die Bremse gelöst werden. So schnell steigen die Leute hier ein aus dem Zug aus. Krasse Sache. Wie soll ich denn die Bremse lösen hier, ohne dass die Türen zu sind? Finde ich jetzt nicht gerade so toll. So, jetzt sollen die Türen verriegelt werden. Gut, na gut, sonst könnte der Zug, glaube ich, sowieso nicht losfahren. Ja. Sehen wir auch nochmal zwei Züge hier stehen, hier am Bahnhof von Marseille. Zwei LGW, TGW, also es sind TGW-Züge, nur die Strecke nennt sich LGW Mediterranee. So, dann kann es losgehen. Wir rollen hier zum Bahnhof, oder zum Abstellbahnhof Marseille Depot, genau da, wo wir hergekommen sind vorhin. Da rollen wir jetzt wieder hin. So, genau hier. Na gut, die Instrumente brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht. Wir müssen den einmal dann abstellen, wahrscheinlich abrüsten. Ja, wie gesagt, eben diese ganze Preservation-Geschichte war eine tolle Sache für die alten TSW-2-Strecken. Was die nochmal so schöner gestaltet hat. Und eben, gerade was diese ganzen Himmeltexturen angeht, das sah ja sonst bei den allerältesten Strecken, sah das ja wirklich manchmal ein bisschen, sag ich mal, abstrakt aus. Aber das Ganze hat man ja jetzt, wie gesagt, behoben. So, wie gesagt, das wäre natürlich toll, diesen alten Strecken noch die TSW-Features zu geben. Das wäre genial. Aber es ist halt, wie gesagt, wirklich sehr, sehr, sehr fraglich, ob es das geben wird. Also das könnte ich mich nicht festlegen. Wenn es gemacht wird, wäre das auf jeden Fall eine tolle Sache. Wir müssen das mal runter hier auf 20, bevor wir hier ins Depot einfahren. So, da drüben stehen die anderen beiden Züge. Ich gehe davon aus, dass wir gleich den nächsten Zug übernehmen müssen. Wie gesagt, das Szenario wurde mir schon sehr, sehr lange von anderen Leuten, auch schon noch zu TSW-2-Zeiten wurde mir das damals empfohlen, dass ich das doch mal spielen möchte, dass es doch ganz interessant ist. So, oh, Weichen, oh, sind hier richtig gestellt, aber allgemein müssen wir hier zum Glück keine Weichen stellen. Okay, das war schon. Wollte ich vorsichtshalber nochmal wissen, weil es gibt ja sehr viele Rangierbahnhöfe, wo ihr wirklich die Weichen selber stellen müsst. Ist aber bei Personenrangierbahnhöfen, wo so Personenzüge stehen, relativ selten. Es ist aber, gerade wo so Güterverkehr oder sowas ist, oder jetzt bei den Dampflokstrecken, ist das relativ oft wiederum so. Ja, jetzt nochmal zurück vielleicht zu Transom World 3. Wie gesagt, im Monat Mai ist abgesehen von der kostenlosen Strecke und der neuen Peak Forest ja relativ wenig passiert in dem Spiel. Wenn wir mal Revue passieren lassen, was so auf der aktuellen Roadmap angekündigt wurde. Beispielsweise, dass die beiden deutschen Strecken Nittertalbahn und linke Rheinstrecke ein Update bekommen sollten. Und ja, davon hat man aktuell nichts mehr gehört. Ich hoffe, dass, wie gesagt, die nächste Roadmap uns dann aufklären wird. Die soll ja wahrscheinlich dann am Donnerstag rauskommen. Und da werden wir mal gucken, ob wir da vielleicht daraus ein bisschen schlauer werden. So, jetzt haben wir den abgerüstet. Moment, achso, die Batterie müssen wir auch noch ausschalten. Okay. So. Gut, und
Gute Arbeit, dieser Zug kann jetzt hier abgestellt werden. Ihre nächsten Aufgaben Gabe ist, zum markierten Zug zu gehen, ihn aufzurüsten und dann zum Bahnhof zu bringen. Okay, ja, das wird einer der beiden da drüben sein, schätze ich jetzt mal. So, dann ist also dieser Zug abgestellt und wir bringen den Zug. So, das ist ein bisschen komisch hier mit der Tür, so. Okay. Da geht's also als nächstes hin zu diesem Zug. Ja, wie gesagt, also es ist relativ ruhig um Trains in World 3 gewesen diesen Monat. Wir hatten Anfang des Monats, wie gesagt, Peak Forest Railway. Dann hatten wir eben jetzt hier diese Strecke kostenlos. Das ist, und dann haben wir das ein oder andere Event gehabt, so diesen Midweek Sale auf Steam, wo es neuere Strecken recht günstig gab. Jetzt ist auf der PlayStation, aktuell im PlayStation Store, ist noch ein Sale, der geht bis 7. Juni, wo einige ausgewählte Strecken günstiger zu bekommen sind. Ja, aber ansonsten so richtig so mit Updates und so war da in diesem Monat nicht so viel gewesen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Das ist in Großbritannien wohl nicht so wie in Deutschland. Das ist wohl nicht so in Großbritannien wie in Deutschland. Also Himmelfahrt zum Beispiel ist dort kein Feiertag. Auch Pfingstmontag gibt es dort nicht. Daran irgendwie an Urlaubswoche kann es also zumindest aus diesem Grund nicht liegen. So, jetzt komm. Und dann das hoch. Leistung und schließen. So, dann das ganze Spielchen mit der Bremse wieder. So, und dann müssen wir die erstmal wieder lösen. Ah ja, und ihr seht hier die Tagesverhältnisse. Ihr seht's. Jetzt ist es schon so ein bisschen heller geworden. Das ist toll, wenn man sowas beobachten kann. Wir rüsten hier die Züge auf und nebenbei, ja, wird der Himmel immer blauer. Also direkt im Morgengrauen sind wir unterwegs. Da habe ich auch noch eine weitere schöne Fahrt gefunden für eine deutsche Strecke, die ich euch dann mal zeigen möchte. Hier tut sich ja fast gar nichts aus. Schaut mal, wie lange der hier braucht, bis die gelöst ist. Ja, wie gesagt, ansonsten, ich kann mich da nur wiederholen. Ist es, wie gesagt, in diesem Monat ungewöhnlich ruhig um Trains in World 3 gewesen. Das mag aber auch mit dem Publisher-Wechsel, beziehungsweise hat ja einen der Publisher Focus, der französische Publisher, hat ja wohl Anteile von Dovetail Games gekauft. Vielleicht müssen da intern auch ein paar Sachen neu ausgerichtet werden. Das sind ja so Sachen, die wir nicht wissen. Das sind nur jetzt auch von mir persönliche Mutmaßungen. Weil ich fand es wirklich, also ihr könnt mir ja eure Meinung mal dazu schreiben. Ich fand, dass es wirklich ungewöhnlich ruhig im Mai um Trains in World 3 gewesen ist. Oder es ist schon wieder die nächste Überraschung für den Sommer in der Entwicklung. Das hatten wir ja auch die letzten beiden Jahre gehabt. Im vergangenen Jahr gab es das neue TSW 3, was dann so im Sommer angekündigt wurde. Im Jahr davor die ganze Rush-Hour-Geschichte, die ja dann aber nicht ganz so gut funktioniert hat. Und davor, also im Jahr 2020, da wurde, glaube ich, dann das TSW 2 angekündigt. Also die Frage ist zum Beispiel auch, was erwartet uns eventuell in diesem Sommer auch wieder etwas Größeres für Trains in World 3? Was ich persönlich nicht glaube, dass es schon wieder einen Nachfolger geben wird. Das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Also dafür TSW 3 wird, glaube ich, in diesem Jahr auf jeden Fall noch Bestand haben. Vielleicht kriegt es irgendwann mal ein Nachfolgespiel, ein TSW 4, aber ich glaube nicht, dass das schon in diesem Jahr sein wird. Eher wird es wieder sowas Ähnliches vermutlich geben wie das Rush Hour, also sowas ähnlich wie Rush Hour, wo man so ein größeres System-Update dann bekommt und ein paar Sachen nachgeliefert werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nach nur einem Jahr schon die nächste Folgeversion für dieses Spiel wieder rauskommt. Also das würde mich eh echt irgendwie überraschen. So, ihr müsst da wirklich auf 3,5 übrigens runtergehen bei den Bremsen. Nicht nur 4 Bar, sondern 3,5. Das ist manchmal hier so ein bisschen. So, jetzt aber lösen. Dann ist nämlich dieser Zug auch einsatzbereit. So, komm, löse, 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 löse. Ach so. Ah, Mensch, hätten die gar nicht lösen dürfen. Okay. So, dann sind wir mit dem nächsten Zug unterwegs, rollen dann wieder die paar Meter da nach Marseille zum Bahnhof. Saint-Calais oder Saint-Calais oder Saint-Chalais. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht. Ich wollte es nochmal gucken. Ich habe es leider vergessen. Es tut mir leid. Ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass wir nochmal, falls überhaupt irgendwas Größeres in diesem Sommer kommt, ich glaube nicht, dass wir ein komplett neues Trains in World bekommen. Ich glaube, aber man könnte vielleicht nochmal ein größeres System-Update bekommen.
nochmal so ein Paket, wie gesagt, sowas ähnliches, wie das damals mit dem Trends in World 3 Rush Hour gewesen ist. Sowas ähnliches könnte man eventuell, das kann natürlich sein, dass da noch was kommt, weil, wie gesagt, ich fand es ungewöhnlich ruhig. Im Februar, März haben wir ja ein Release nach dem anderen gehabt. Im Februar zwei amerikanische Strecken, im März zwei deutsche Strecken, im April eine englische Strecke. Dann gab es noch einen Lokopack dazwischen, also da war ein Release nach dem nächsten. Klar, das kann nicht immer so gehen, das ist logisch, aber ich fand es im Mai, wie gesagt, verdächtig ruhig. So, jetzt bringen wir den Zug hier wieder auf. Das ist das nicht das Gleis, wo wir, nee, gehalten, nee, das, nee, da, unser Zug steht da noch, den wir dahin geschafft haben. So, also, ja doch, den Zug links, den haben wir da abgestellt. Okay. Dann also werden wir den Zug ja auch gleich zum Stehen bringen. Und haben dann so ziemlich auch die Hälfte der Spielzeit geschafft. Ich kann das immer so schwer abschätzen hier mit den Bremswegen. So. Rollen wir vor, aber ich gerade bei solchen Kopfbahnhöfen da. Gehe ich lieber vorher so ein bisschen in die Eisen. So, dann haben wir Marseille erreicht. Entriegeln auch hier die Türen. Und müssen dann auch hier den Zug wahrscheinlich abrüsten. Wie gesagt, den hier drüben, den haben wir ja vorhin bereitgestellt. Steht aber eigentlich immer noch im Bahnhof, okay. Und den müssen wir wahrscheinlich auch abrüsten, oder? Weil die Aufgabe war, wie gesagt, das ist halt tolle, auch mal eine tolle Sache. Ja, auf 3 Bar? Moment. Hä? Hä? Jetzt komme ich hier gerade nicht mehr ganz mit. Jetzt sollte doch auf 3 Bar. Moment, wartet mal, machen wir das anders. Das stimmt denn jetzt hier wieder nicht? So, gelöst. Okay, jetzt hat er das genommen. Warum auch immer. Gut, aber es scheint geklappt zu haben. Das Ganze hier auf Aus. Auf Vorwärts. Das. Das. Senken. Hauptschalter aus. Und das wieder weg. Gut. Ein weiterer Zug ist gerade angekommen und soll zurück ins Depot für die Reinigung. Gehen Sie zum markierten Zug und fahren Sie ins Depot. Ja, also wieder ein Zug, der ins Depot gehört. Gut, dann machen wir das so. Bringen wir den nächsten Zug ins Depot. So, welcher ist es denn? Auf jeden Fall müssen wir den Markierungen folgen. Das ist halt immer so Stück für Stück. So, hier drüben. Ja, der hier ist es. Der Zug ist es. So, dann müssen wir auch wieder ganz vorlaufen. Logischerweise, weil rückwärts würde zwar technisch gehen, da müsste aber genau genommen vor einem immer einer sitzen, der einen die Signale durchgibt. Zumindest hat das mal ein Lokführer auf YouTube so erklärt. Also technisch gesehen ist Rückwärtsfahren für einen Zug kein Problem. Aber von Sicherheitsbestimmungen her müsste dann hinten auf dem Führerstand jemand sitzen, der halt nach vorne immer die Signale durchsagt, die Stellung der Signale. So, jetzt geht's also zu dem und der geht jetzt in die Reinigung. Da ich da keine Reinigungsanlagen gesehen habe. Das gibt es aber auf der Strecke München-Augsburg. Da gibt es das. So. Hier muss man wieder das drücken. Okay, so. Dann hier aktiv. Auch hier, da kommt auch von einer Strecke, die mit Wechselstrom gefahren wird. So. Dann hier. Was haben wir denn hier noch? Fahrmodus manuell. Bremse lösen und dann haben wir das gleich gemacht, ne? So, dann die Türen müssen verriegelt werden. So. Dann ist, glaube ich, der Zug ja abfahrbereit soweit. Ja, genau. Dann bringen wir den Zug jetzt hier ins Betriebswerk. Da, wo wir hergekommen sind. Finde ich auch toll, dass hier die Weichen automatisch gestellt werden. Ja, mittlerweile stehen schon 3 Züge hier am Bahnhof von Marseille. Jetzt auch nochmal so umschauen. Also hat schon was. Das Bahnhofsgebäude hat eben auch sein Alleinstellungsmerkmal.
bisschen runtergehen. Ihr seht, bei so langsamen Geschwindigkeiten braucht der Zug immer so ein bisschen, um immer auf die Geschwindigkeiten zu kommen. Aber wenn du einmal den auf Höchstgeschwindigkeit getrimmt hast, dann geht er wirklich ab. Also. Ja, also jetzt wieder mit dem ins Betriebswerk. Ins Betriebswerk von Marseille. So, Moment, da vorne ist da wieder diese 20, auf die wir den dann runterbremsen müssen. So, dann rollen wir jetzt hier auf das Abstellgleis. Ihr seht, rechts ist der Zug, den wir abgestellt haben. Rechts, das ist der, den wir zuerst da abgestellt haben. Und ich gehe davon aus, dass wir den dritten Zug auch noch zum Bahnhof bringen müssen. Würde ich jetzt mal so vermuten. Also sind wir insgesamt dann heute in 5 Zügen gefahren. Mindestens 5, es sei denn, es kommt jetzt in Marseille noch irgendeiner an, den wir dann auch noch herbringen müssen. Dann wären das sogar 6 Züge. Vor allem das ganze Szenario so zu skripten, das ist schon eine ordentliche Aufgabe. So, also Einfahrt hier. Also mit 40 Minuten, das wird knapp. Also wenn wir jetzt noch einen Zug hier ins Depot bringen müssen, dann scheint diese Zeit mit 40 Minuten so nicht ganz zu stimmen. So, dann die Bremse, die muss auf... Das verstehe ich nicht mit der Bremse. So, Moment, auf 3 Bar. Ja, wie soll das denn machbar sein? Da muss ich die ja richtig Notbremse reinhauen. Hä? Das verstehe ich halt nicht. Ja, da scheint ja irgendwie Probleme zu geben bei dem Wechsel. Moment, da müssen wir nochmal komplett lösen. Jetzt, auf 3,5 wollte der die haben. So, okay. Etwas kurios. So, das machen wir aus. Das auch, das. Der wird gesenkt. So, und dann müssen wir natürlich auch hier die Batterie ausschalten. So. Gute Arbeit. Dieser Zug wird hier abgestellt und später am Tag gereinigt. So, wo geht's denn für uns dann hin? Gehen wir mal davon aus, dass wir hier raus müssen. Ihre nächste Aufgabe ist es, den letzten Zug aufzurüsten und für die Fahrt und fit für die Fahrt zu machen. Sobald der Zug funktionstüchtig ist, bringen Sie ihn zum Bahnhof. Das dürfte dann ja wohl dieser hier sein, der hier drüben jetzt steht. Ja genau, das müsste der Zug sein, den wir jetzt zum Bahnhof bringen müssen. Und die Frage ist, müssen wir dann noch einen weiteren Zug hier ins Depot bringen? Das wäre ja dann die nächste Sache. Also wie gesagt, wenn, müssen wir mal gucken. Ja, seht, also ihr seht wirklich hier diese vom Preservation Update hier diese Himmeltexturen, die sehen auch schon richtig hübsch aus. Diese ganze Preservation Geschichte, die soll übrigens laut DTG auch noch für TSW 2, dem Vorgänger, noch kommen, aber da gibt es natürlich keine festen Termine. So. Das wieder gedrückt halten, rüsten wir also diesen, also das ist auch ein schönes Szenario, um dieses Auf- und Abrüsten dieser TGW-Züge zu üben. So, an... So, das, das. So. Dann hier. Dann das Spielchen wieder mit der Notbremse. So, und dann muss diese hier gelöst werden. Und ihr wisst, kennt ja das Spielchen. Das Ganze dauert dann ein bisschen. So.
bis das dann gelöst ist. Das kostet auch einiges an Zeit. Wie gesagt, muss man mal gucken, ob das Szenario dann abgeschlossen ist am Bahnhof. Ja, dann stimmt das mit den 40 Minuten. Wenn nicht, dann dauert es etwas länger, weil ehe wir dann den nächsten Zug übernommen haben und wieder hierher gebracht haben, dann dauert es definitiv länger als 40 Minuten. Aber wie gesagt, wenn es um 5 Minuten mehr ist, ist es nicht so wild. Aber wir hatten ja schon einige Szenarien erlebt, ne? War das nicht sogar auf diesem neuen Kahoon-Pass, wo eins mit 30 Minuten angegeben ist und dann dauert es 50 Minuten? Ja, ist dann immer so, also ja klar, wenn du als YouTuber das dann aufnimmst, ist es dann schon ein bisschen ärgerlich. Aber andererseits, ja, ist es eigentlich nur ein Luxusproblem. Muss man auch mal dazu sagen. Ja, wenn es mal 5 oder 10 Minuten mehr sind, ist es jetzt auch nicht so wirklich schlimm. So, hoffen wir mal, dass wir das jetzt auch hinkriegen hier mit dem Zug. Ja, und es ist auf jeden Fall toll, dass wir auch so viele Hoochgeschwindigkeitsstrecken aktuell im Transimper 3 haben. Ja, LGV Méditerranée ist eine französische und ist auch die einzige französische Strecke, die es aktuell für dieses Spiel gibt. Wir haben dann in Deutschland einige Hochgeschwindigkeitsstrecken, zum Beispiel Kassel-Würzburg als richtige Hochgeschwindigkeitsstrecke und dann eben noch die Ausbaustrecken oder teilweise Hochgeschwindigkeitsstrecken München-Augsburg und Köln-Aachen. Außerdem gibt es dann in Amerika noch Boston Sprinter sowie die Strecke New York-Trenton. In beiden Strecken kann auch mit dem Acela Express können da Geschwindigkeiten von bis zu 150 Meilen pro Stunde gefahren werden. Ja, das sind so die Schnellfahrstrecken. Und auch in Großbritannien mit Southeastern High Speed gibt es dort eine Schnellfahrstrecke, beziehungsweise mit Great Western Express, wo ihr mit einem dieselbetriebenen Hochgeschwindigkeitszug auch bis zu 125 Meilen schnell unterwegs sein könnt. Also da hat das Spiel schon einiges zu bieten. An und für sich ist es ja sehr, sehr, sehr vielfältig geworden. So, wir sind fertig mit dem Aufrüsten. So, gut. Wir sind mit dem Aufrüsten fertig. So, jetzt soll das wieder angelegt werden. Wie gesagt, der will ja 3,5 haben. Achso, halt, vorwärts. Jetzt muss die Steuerung eingestellt werden. Dann muss der gelöst werden. Dann muss die ja gelöst werden. So. Und dann können wir auch den letzten Zug jetzt hier ins Betriebswerk, Quatsch, zum Bahnhof von Marseille bringen. Ja, wie gesagt, man hat eben aus der Möglichkeit bei der Strecke, wie schon anfangs im Video erwähnt, eben das gemacht, was man machen kann, wenn jetzt nur ein einziger Zug dabei ist. Da gibt es ja mehrere Strecken in Transimper 3, wo du wie zum Beispiel Scott Rail Express, wo auch nur ein einziger Zug dabei ist. Was jetzt grundsätzlich nicht schlimm ist, wenn das ein passender Zug ist, der dahin gehört und da im Vorbild auch nicht viel mehr fährt. Auf dem Großteil der Strecke. Natürlich wird man in Marseille mehr Züge sehen am Bahnhof. Und auch viele verschiedene Züge, aber das macht natürlich keinen Sinn, wenn die über die eigentliche Strecke, um die es ja hier geht, und das ist nun mal die Schnellfahrstrecke nach Avignon, wenn die dort nicht fahren, macht das natürlich keinen Sinn, die zu bauen, weil diese Entwicklung von den Zügen ja extrem aufwendig ist. So, jetzt räumen wir mit dem nächsten hier zum Bahnhof von Marseille. Darf ich eigentlich irgendwie 30 fahren? Hier fahre ich komplett 20 oder wie? So, mal gucken, wo wir den jetzt hier abstellen müssen, direkt neben dem anderen. Und die Frage ist natürlich, kommt hier bald ein anderer Zug rein, den wir noch übernehmen müssen? Oder ist das Ganze dann abgeschlossen? So, wir können sogar auf 30 noch beschleunigen, um das Ganze hier noch so ein bisschen schneller zu machen. Hier drüben halten wir auf dem Gleis, okay. Ist aber auch nur eine Einfachtraktion. Ich fand das letztens auch cool mit der Doppeltraktion. Ist mir vorher bei dieser Strecke noch nie aufgefallen, dass man auch Doppeltraktion von TGVs fahren konnte. Hat aber auch Riesenspaß gemacht. Ja, vielleicht, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, die Strecke ist ja noch bis einschließlich Freitagabend 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit kostenlos erhältlich. Vielleicht machen wir noch das ein oder andere Szenario. Das hier, was wir jetzt spielen, das ist ja mit eines so der längsten Szenarien. Finde nämlich auch, dass es einer von den Zügen ist, die einen richtig guten Sound haben. Auch wenn es vielleicht nicht der originale Sound ist, weiß ich nicht. Ich bin noch nie mit dem TGV gefahren, aber der ganze Rollsound, gerade wenn du auf der Schnellfahrstrecke unterwegs bist, das klingt schon auch nach Hochgeschwindigkeit. Das klingt schon so, dass du wirklich da. Das ist ja völlig normal bei solchen hohen Geschwindigkeiten, dass die Züge da wirklich klappern und hast du nicht gesehen. Das klingt richtig so, als ob du wirklich gerade mit Highspeed unterwegs bist. Und das fehlt halt
meiner Meinung nach fehlt das halt bei manch einem Zug. So, drei Züge stehen jetzt hier am Bahnhof von Marseille. Es ist 6.05 Uhr. Wir sind eine gute halbe Stunde hier am Arbeiten. So, hier muss das Ganze wieder eingeschalten werden. Dann das Ganze wieder auf aus. Und der auf neutral. Und das Ganze abrüsten. So. Und den hier aus. So, ein Zug wird in Kürze einfahren, der außer Betrieb genommen werden soll. Sobald er da ist, steigen Sie ein und bringen Sie ihn zurück ins Depot. Okay, also wir müssen auch noch einen Zug zurückbringen. Sind wir heute 6 verschiedene Züge gefahren oder 6 Züge des Typs, aber 6 verschiedene Züge. So, also, dann gucken wir mal, wo kommt denn der nächste Zug an, den wir übernehmen sollen. Da vorne kommt der an. Okay. So. Also, dann gucken wir mal. Ein bisschen... Ach, da, hier, auf der Seite kommt der jetzt an, okay. Ist auch die Frage, wo kommt dieser Zug her? Warten Sie, bis der Zug... Oh, der ist noch 1,3 Kilometer weg. Also dann stimmt das aber hier nicht mit den 40 Minuten, ehe der Zug jetzt hier da ist. Der darf ja jetzt auch nicht so schnell hier einfahren. Ich gehe schon mal raus, Richtung Führerstand. Damit wir dann gleich korrekt stehen und dann nicht erst vorrennen müssen. Ja, ich glaube, mit 5 Zügen hätte das hier super gepasst, mit 35, 40 Minuten oder so. Vielleicht schaffen wir 45 Minuten, aber guck mal, der ist ja noch relativ weit weg, der Zug. Ist ja noch über 800 Meter entfernt. So, hier können wir auch mal einen Blick in den Bahnhof von Marseille werfen. Auch nicht so viele Leute. Das ist ein bisschen schade, dass hier nie an den Bahnhöfen bei den alten Strecken nie so viele Leute sind, abgesehen von diesen drei Rush-Hour-Strecken. So. Ja, da drüben kommt er schon. Ist das eigentlich ein Einzelner oder eine Doppeltraktion? Das ist, glaube ich, auch ein Einzelner. Ja, Doppeltraktion scheinen wir nicht so oft hier zu haben. Und drüben stehen die bereitgestellten Züge. Ja, TGV-Verbindungen, die gibt es ja nicht nur in Frankreich. Die gibt es ja auch von Frankreich in andere europäische Länder. Beispielsweise nach... in die Schweiz gibt es mittlerweile TGV, es gibt Verbindungen nach Deutschland, es gibt Züge der Bauart, die bis nach Großbritannien fahren oder eben Thalys zum Beispiel, das ist ja auch so ein Zug, der auf Basis eines TGVs entwickelt wurde, der dann auch Richtung Deutschland und Richtung Benelux-Länder fährt, also Belgien, Niederlande, Luxemburg hat glaube ich auch einen TGV-Anschluss, also dieses Netz ist gerade in Westeuropa sehr, sehr weit verzweigt, ich meine sogar, dass es zumindest Richtung spanischer Grenze, in Richtung Spanien da mittlerweile auch Verbindungen gibt und auch Richtung portugiesischer Grenze. Also das Netz ist sehr weit verzweigt. Und ja, richtig, was jemand jetzt neulich in die Kommentare geschrieben hatte, richtig, die Züge fahren auch in Marokko, haben dort einen anderen Namen, aber die sind auch in Marokko unterwegs und verbinden dort die wichtigsten Großstädte, beziehungsweise ist das Netz dort zum Teil schon in Betrieb, zum anderen Teil noch im Aufbau. Ich meine, das ist ja auch ein Land, ja, was zum Beispiel anstrebt, eine Fußball-WM auszutragen. Und da muss natürlich dann unter anderem auch die Infrastruktur stimmen. Und Marokko hat sich da, so bei allem, was man so liest und sieht, hat sich das da schon ganz schön rausgemacht. So, jetzt also fährt dieser Zug ein. Und dann müssen wir mal gucken. Es war früher immer so ein Spiel. Ich kann mich in Leipzig noch mit ICE gut daran erinnern. Immer so die beste, perfekte Stehposition zu finden für die Türen. So, jetzt aber. So, jetzt werden wir einsteigen. Und dann geht der Zug auch ins Betrieb, nachdem die Leute blitzartig den Zug verlassen haben. So, darf ich mich jetzt schon hinsetzen? Nee, aktuell darf ich das leider noch nicht. Dauert dann doch ein bisschen. Darf ich mich jetzt schon hinsetzen? Die haben wahrscheinlich drauf spekuliert. Jetzt darf ich mich hinsetzen. So. Okay, dann übernehmen wir den Zug und machen das hier an. Wie gesagt, das Übernehmen von dem aufgerüsteten Zug ist ja so ein bisschen einfacher. Gut. Dann Stromabnehmer normal. Das haben wir, das haben wir, das auf vorwärts. Der Fahrmodus auf manuelle Steuerung. So, und die Bremse soll dann schon gelöst werden. Das ist dann wirklich die letzte Aufgabe. So, 40 Minuten Spielzeit sind gleich um. Und dann sollen die Türen noch verschlossen werden. Das sieht echt cool aus hier. Der Zug direkt am Bahnhof hier von Marseille bereitgestellt. Das sieht echt cool aus. Findet ihr nicht?
Da drüben zwei weitere. So, jetzt aber. Los geht's. Los. In Richtung Marseille Depot. Und das dürfte wohl die letzte Tour sein. Also es wird eher 45 Minuten sowas dauern. Also da stimmt die angegebene Zeit. Ich kann das immer sehr, sehr schwer einschätzen. Schaut mal, da stehen vier Züge gerade im Bahnhof von Marseille. Vier Züge. Vier LGW-Züge. So, der geht jetzt also ins Betriebswerk. Wie gesagt, nachdem die Fahrgäste wirklich fluchtartig so schnell den Zug verlassen haben, normal, ich weiß gar nicht, normal haben doch die Züge relativ lange Standzeit. Also da muss ja auch Zugbegleiter und alles, die müssen ja dort auch nochmal durchgehen. Da sind unsere bereitgestellten Züge da am Ende. Die müssen das ja auch nochmal durchgehen, dass ja nicht irgendwie einer da im Zug drin ist, der dann ins Betriebswerk mitfährt. Wobei, im Nahverkehr passiert das nicht immer. Da habe ich auch mal gehört, dass es mal passiert ist, dass da ein oder andere Person mal mit aufs Abstellgleis gefahren ist. Aber eigentlich sollte das nicht sein. So. So, dann also bringen wir den letzten Zug aufs Abstellgleis für heute. Wir sehen auf der anderen Seite die anderen beiden Züge. Ja, an und für sich, was sollen wir denn jetzt noch alles machen? So, abrüsten und dann ist aber auch Schluss. Ja, dann ist aber definitiv auch Schluss. Gut, also 45 Minuten Spielzeit statt 40. Also ist okay, wenn es mal 5 Minuten länger dauert. Finde ich, ist absolut akzeptabel. Ja, wie gesagt, es ist schön, dass ihr noch einen Wunsch hattet nach einem Szenario. Wie gesagt, ich bin auch bereit, einen Teil der anderen Szenarien nochmal zu spielen. So, macht halt irgendwie ein bisschen Spaß, diese Strecke. Weil eben die Szenarien eben auch durchdacht sind. Da ist es eigentlich so, wie es meiner persönlichen Meinung nach auch sein sollte. Fahrplanfahrten, so dieses klassische Hin und Her. Und Szenarien, die immer so ein bisschen was Besonderes bieten. So einen gewissen Mehrwert halt in das Spiel bringen. Fahrplanfahrten ist jetzt auch nicht nur hin und her, sondern man kann ja auch mehrere Fahrplanfahrten verbinden und so weiter. So einen kompletten Versuch, eine komplette Schicht zu fahren. Das haben ja übrigens auch einige hier auf YouTube zum Beispiel mal nachgespielt. Ich weiß es jetzt nicht genau die Namen, aber da gab es einige, die eine richtige Schicht dort nachgespielt haben. Muss ich sagen, Respekt. So. So, nochmal lösen. Mal anlegen. Jetzt, so. Der muss auf aus, der muss auf neutral, der muss aus, der muss runter, der muss auf ausgeschalten werden. Dann machen wir noch den Hilfsschalter aus. Und dann sind wir fertig. Dann haben wir dieses Szenario abgeschlossen. Ja, haben heute mal wirklich den Bereitstellungslokführer gemacht, wobei ein Bereitstellungslokführer natürlich auch mal die Fahrzeuge so zum Tanken oder was weiß ich bringt. Oder mal einfach mal von dem Gleis zu dem Gleis aus verschiedenen Gründen. Das ist ja nicht so, dass du nur vom Bahnhof zum Depot und wieder zurückfährst, sondern dann machst du wesentlich mehr. Das hat, wie gesagt, kann ich euch nur mal den Kanal von Peter Lesky empfehlen. Ist Lokführer und erklärt da so viele verschiedene bahntechnische Dinge, die man, ja, die durchaus interessant sind. So. Wir kommen hier hin. Gute Arbeit, damit sind alle Ihre Aufgaben abgeschlossen. Machen Sie eine Pause. Ja, die brauchen wir jetzt auch. Wir werden jetzt ein schönes Croissant essen. Ein schönes Croissant hier in Frankreich essen. Und ja, mal gucken, was der nächste Bäcker so zu bieten hat. Wir sehen natürlich hier vorher noch die Auswertung. War natürlich ab und an mal ein bisschen zu schnell. Aber es reicht trotzdem für die Goldmedaille. 43 Minuten 50 Sekunden, also so grob 45 Minuten Spielzeit haben wir gebraucht. Und guck mal, in dieser langen Zeit sind wir nur 4,9 Kilometer gefahren. Aber dafür 6 verschiedene TGW. Ja, und damit ja, sind wir für heute fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Bereitstellungslokführer, mal ein bisschen was anderes gewesen. Ich fand es auf jeden Fall, dass es mal eine schöne Abwechslung war. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir Feedback da lasst und im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.